Neuer Morgen, neues Glück. Damit seid ihr gerüstet, meine lieben Zwerge, genommen Hobbits und Engladum zu einem neuen Part Minecraft Story Mode mit dem Zwergenfürst. Weiter geht's. Stillschweigend, scheinbar zu einer Ernst. Dann ist in Ordnung mit der Ex, Lukas. Was a rough night. It happens. We were all tired and I'm just glad you're okay. Thanks for being so cool about it. Cool beans. Ja, dann geht's mal weiter. Wir haben was Wichtiges zu tun. Wir haben einen Widder zu besiegen. What is it? Ein Gebäude. Den Tempel, stimmt ja, den Tempel, den wollten wir noch suchen. Kletter. Ja, das sieht doch gut aus. Das sieht nach einem Tempel aus. Ja, das muss der Tempel sein. Das sieht danach aus. Wir müssen hier richtig sein. Ja, finden wir es heraus. Der Orden des Steins. Scheint passend zu sein. Ja. Wir können es nur auf einem Weg herausfinden, indem wir reingehen. Ach, Petra. Wir finden ja das Jakobs. Auch die gruseligen Sachen dieses Tempels, die werden wir hier alle erforschen. Aufpassen, dass hier keine Fallen auf dem Boden sind. Das befürchte ich nämlich zu sehr, dass sie irgendwelche Fallen sind. Ja, da sind wir doch schon aufgetreten. Yep. Das sieht gefährlich aus. Ausweichen. Auwei. Ich wurde getroffen. Ich habe einen Pfeil in meinem Knie. Au. Jetzt bin ich tot. Kacke. Da muss ich vielleicht ein bisschen schneller reagieren. Und da war meine Reaktion schon ein bisschen schlecht. Ja, was treten wir denn auch auf diese Falle drauf? So, jetzt Concentration. Quick-Term-Events ausbrechen. Lauf! Ich bin auch ausgewichen. Was machst du denn, Spiel? Weich doch aus. Super. Ich hab einen Pfeil im Knie, Leute. Oh wei. Das ist eine Falle. Und wir are trapped. Ja. Wie kommen wir jetzt raus? Wie kommen wir weiter? Alright, everyone, empty your pockets. Let's see what we've got to work with. Genau. I have a few sticks left over from building the shelter last night. I've got some flint and a piece of string. All I have are some chicken feathers I picked up after that chicken machine exploded. Das müssen wir uns wahrscheinlich kreativ austoben und haben da irgendwas mit. Oh, and some string from a spider that I fought in the woods earlier. String, sticks, flint and feathers. Damit kann man doch bestimmt irgendwas machen. Ich bin bloß nicht so erfahren in Minecraft, dass ich irgendwie... ja. Gibt's da irgendeine Idee? Einen Bogen können wir machen. Okay. Einen Pfeil können wir machen. Angel können wir machen. Oh, wieso keine Angel? Aber ich glaube, Pfeil und Bogen ist das Beste. Ja, was sollen wir mit einer Angel? Versuchen wir es doch mal mit einem Bogen.
Das ist, glaube ich, die beste Möglichkeit. Den Pfeil habe ich am Knie, kann ich mir einfach rausziehen. Ist bestimmt nicht so lecker, aber kann man bestimmt wieder benutzen. So. Und dann, was war das Rezept? Ah, hier brauche ich ein bisschen von dem Piece of String. Gehe ich mal runter. Faden. Zack. Hier einziehen. Da zack, hier einziehen. Und da zack, einziehen. Dann haben wir einen Bogen. Großartig. Ach, muss ich auch noch einen Pfeil dazu machen. Einen Pfeil. Umhin. Das Rezept sagt unten eine Art Feder. Nicht nur eine Art, sondern diese Feder. Und dazwischen einen Stock. Ja. Schaut nach einem Pfeil aus. Klingt logisch. Let's do this. Schießen wir. Wir dürfen den einen Pfeil nicht vergeuden. Dann müssen wir uns einen anderen aus dem Knie ziehen. Das könnte schmerzhaft werden. Das wollen wir verhindern. So. Sieht so aus, als hätte man die Falle betätigt. Und uns befreit. Nice. This must be their enchantment room. Beschwörungsraum. Okay. Doesn't this look like Ivor's creepy basement? Ivor's geheimen Pornokeller oder was? Ja. Würde ich dem sogar fast zutrauen. So. Lukas, hast du schon was gefunden? Ich bin hier irgendwie immer der Aufseher, der so fragt. Alle fragt, habt ihr schon richtig gearbeitet? Habt ihr schon alles untersucht? Ich mache hier die Aufsicht. Wie schaut's aus? Oh, ein Buch. Bin ich hier der Chef von der Sache oder was? Ein Buch über den Orden des Steins. Frieden und Wohlstand, genau. Frieden und Wohlstand. Ach ja, die Geschichte kennen wir doch, oder? Vom ersten Part, vom Anfang. Oh, da war auch noch ein fünfter Held. Eivor, aus den Legenden ausgeschlossen wurde, oder was? Ja. Gabriel hat davon nichts gesagt. Der hat das uns verschwiegen. Das muss einen Grund haben. Ja. Warum sollte man ein Mitglied aus seinem Team ausschließen? That monster is still out there. Jesse's right. We need to focus on what we came here to do. Where do these stairs go? Die Stufen, wahrscheinlich in eine andere Bibliothekssache, in einen anderen Abteil. Nach oben, ja. Ganz offensichtlich führen sie nach oben. Finden wir es heraus, gehen wir da lang. Ein Observatorium, scheint ein Observatorium zu sein, irgendwas. Erhobenes irgendwas ganz oben. Gabriel said that once we find the temple, the amulet would lead us to the Order of the Stone. Well, what are you waiting for? Pull it out then. Na dann. Das magische Amulett. Well, that was a lot. Ja, jetzt sollte was passieren. There's got to be something we're missing. Look around and see if you can find anything. Ja. Vielleicht finden wir irgendeine Sache, die uns hilft, das Amulett richtig einzusetzen. Vielleicht gibt es eine Anleitung. Exo, hast du irgendwelche Sachen für den Aufzieher? Hast du was gefunden? Ja, du vermisst Petra. Ja, das verstehe ich.
Ja, wir werden sie finden. Das denke ich auch. Die Petra, die werden wir finden. It's a map of the entire world. Eine Karte der Welt. Der Minecraft-Welt. Ja, Lukas, wie schaut's mit dir aus? Wie geht's dir? Was hast du? Find anything interesting in that book? The only thing I found so far is that the amulet was used to track the positions of the members of the Order. And does it mention how? It's less technical and more historical. Historisch. Also, ein Podest. Wenn das mal nicht für das Amulett ist, das Podest, kann man doch bestimmt irgendwas mitmachen. Kann man das da nicht draufstellen? Kann man doch bestimmt das Amulett verwenden. Kratz, kratz. Bart, kratz. Nase, kratz. So. Aktiviere was? So, Ruben. Reden wir mit Ruben. Hey Ruben, find any clues? Nee, er hat nichts gefunden. Er vermisst auch Petra. Ja, das merkt man ihm wohl an. Wer kniet denn da vom Podest? Olivia. Du kniest. Okay. Towners like us wrapped up in an adventure like this. Yeah, it's pretty insane. I just hope we all come out the other side in one piece. Ja, will man noch hoffen. So, und nu? Was machen wir nu? Hat sich jemand eine Idee? Das Ding steht schon da auf dem Podest. Können wir das betätigen? Müssen wir noch irgendwas machen? Davor gibt es da noch irgendwie ein Rätsel, das noch nicht gelöst wurde. Das sieht doch nach einem Rätsel aus. Und ist es noch nicht gelöst? Ein Schalterrätsel. Na denn. Kling, kling. Okay. Da klingelt was anderes. Das ist dann bestimmt eine richtige Reihenfolge. Eine richtige und eine falsche Reihenfolge. Eine richtige und mehrere falsche, um genau zu sein. Na komm, Klingeling, den letzten Schalter. Das war offensichtlich falsch. Von oben nach unten oder wie was? Wo wie? Und was muss ich tun? Also den Schalter umlegen. Der ist offensichtlich für grün und weiß zuständig. Okay, den lassen wir gleich mal da. Der B-Schalter, der ist. Okay, der geht relativ viel aus. Ja. Sieht gerade nicht so gut aus. Schalter hin, Schalter her. Ich glaube, ich weiß, was ich machen soll. Wir brauchen die Farben von dem Orden. Rot. Rot, grün und die andere und blau wahrscheinlich. Rot, grün, halt die Dinge beim Amulett. Was hat denn der für Farben? Rätsellösung. Was ist das Rätsellösung? Schalter. Schalter hebeln. Das sieht schlecht aus. Schalter B. Ich habe keine Idee, was ich machen soll. Passiert nichts. Ist noch das letzte Licht zum Leuchten bringen.
So definitiv nicht. Ich glaube, wir müssen das ganze Licht dort zum Leuchten bringen. Ah, so kriegen wir das an. Ist aber trotzdem noch nicht das andere an. Der Schalter hier. Was macht der? Der macht doch das Dingens an. Angefertigt. Wow. Der rote Strahl, der grüne Strahl, der weiße Strahl. Der blaue Strahl oder was? Oh. Zeigen was auf der Karte. Ja, wofür stehen die Farben? Das ist die Frage. Ah, okay. Er hat sich belesen. Die verschiedenen Ordensmitglieder. Der Gabriel ist weg. Der wurde vom... wurde verschluckt. Der wird dann nicht mehr angezeigt. Wir müssen vorher ein Petrama finden. Ivor, den werden wir noch aufhalten. Das wird schon... Wir müssen den Orden des Steins finden. Ja, genau. Warum jetzt? Soren und Magnus. Ja, aber du, wir brauchen dich. Du kannst nicht hier bleiben. Wir lassen keinen zurück. Wir haben schon Petra zurückgelassen. Das ist, nein. Dein Platz ist hier. Ach, Mensch. Der will auch ja nicht mitkommen. Dann können wir nicht zwingen. Dann gehen wir und holen Hilfe. Wenn du es so willst. Sounds like Olivia will have you totally covered while me and Jesse are out finding Magnus. Finding Magnus? You really think that's Magnus finden. We need Elagard. She's the oder Elagard finden. Magnus oder Elagard. Schaut nach einer Entscheidung aus. Zerstörung. Magnus suchen. Elagard macht na, was nochmal? Es muss mich entscheiden zwischen Olivia und Axel. Zwischen Grün und Rot. Zwischen Elagard und ihm hier. Ich bin mir echt nicht sicher. Wir haben doch bestimmt die Möglichkeit, alle nacheinander zu machen. Grün oder Rot. Eine schwere Entscheidung. Magnus oder Elagard? Ach komm, jetzt hört auf, euch zu beleidigen. Ach Mann, kann mich echt nicht bescheiden. Ich kann mich echt nicht entscheiden. Elagard. Das ist Magnus. Ist ziemlich wässrig aus dort hinten. Elagard. Elagard ist doch die mit Redstone. Und Magnus ist der TNT-Man. Ich glaube, dann nehme ich Elagard. Ich glaube, Redstone. Und das müssen wir hinkriegen. Komm. Ja, tut mir leid, Exe, aber ich gehe zu ihr. Wir beide gehen zu Elagard. Ich lasse Exe zurück. Ah, ja, scheiße. Jetzt habe ich mich gegen Exe entschieden. So genießt. Ja. Wir gehen die rote Seite, nicht die grüne. Naja, ob das so richtig war. Oha. Wir haben einen Witherstorm. Den hatten wir fast vergessen, oder was? Okay. Schaut so aus, als wäre das das Ende des ersten Story-Mode-Kapitels. Lassen wir jetzt die Stadt mit dem Wither zurück, oder was? Oh nein.
mechanical marvels. Redstone. And Redstone active. Amazing machines, limited only by the imagination of their brilliant creator. While the great storm grows, consuming everything in its wake. Time. Yeah, er wächst. Über der Sturm. Du bist offline. Geh online, um deine Statistiken anzusehen. Ja, das müssen wir dann wohl irgendwann mal später machen. Muss ich mal irgendwann mal online gehen. Ja, die Credits von Episode 1. Da hätte man jetzt noch gucken können, für welche Entscheidungen man sich wann getroffen hat und wie andere und so weiter. Ja, machen wir noch rüber nach. Kriege ich noch mal hin. Machen wir, das kommt noch irgendwann. Wenn nicht, dann bei Episode 2 irgendwann mal ganz zum Schluss dann nochmal angehängt. Ich schreibe es mir irgendwo auf, ich merke es mir und dann, ja, ich mache mir ein fettes Notizzettelchen irgendwo hin und dann machen wir das mal bei Gelegenheit. Joa. Mal den Credits mal übersprungen, die Credits. Das war Episode 1, der Orden des Steines. Ja, weiter geht's in der nächsten Episode mit Episode 2, Monde erforderlich. Ja, aber keine Angst, es ist noch nicht vorbei. Es geht noch jede Menge weiter. Dieses Let's Play ist noch nicht vorbei. Wir haben noch glatte 7 Episoden zusätzlich hier noch vor uns. Da seht ihr, ja, da kommt noch jede Menge auf uns zu. Da ist noch lange, ist noch nicht vorbei. Wir sehen uns im nächsten Part hier bei Episode 2. Mit dem ersten Part von Episode 2. Das Finale von Episode 1 haben wir jetzt abgeschlossen. Mal schauen, wie es mit der Stadt weitergeht, wie es bei Elegard weitergeht. Und ja. Schauen wir mal, wie es läuft. Wie wir hier vorankommen. Ob wir den Widder noch besiegen können und wie das jetzt hier weiterläuft. Ob wir den Orden der Steine wieder zusammenkriegen. Ja, das alles und noch viel mehr in der nächsten Episode von Minecraft Story Mode. Man sieht sich. Däumchen nach oben, sollte es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Haut da rein. Ciao, ciao. Bis dann.